Benjamin Franklin Oberschule, Köhler, guten Tag. Ich begrüße Sie recht herzlich an unserer Schule. Ich hoffe, dass Sie sehr viele positive Eindrücke mitnehmen. Alle Lehrer, die an unserer Schule tätig sind, sind auch hier, bis auf zwei, die sind zur Klassenfahrt. Und ich denke mal, dass der eine oder andere schon durch die Schule gegangen ist und sich schon einige Dinge angesehen hat. Und ich hoffe, dass Sie sehr viele positive Dinge mitnehmen und sammeln. Wir haben einen Tag der offenen Tür in unserer Schule. Und wir möchten Ihnen zeigen, was man in unserer Schule alles erleben kann. Super lecker, was es bei uns alles zu essen gibt. Wer möchte einen Cocktail? 1 Euro. Als ehemaliger muss ich ganz genau wissen, wie es dir auf der Schule so gefallen hat. Tja, fällt mir nur ein Wort ein. Geil, einfach nur geil. Also, wie fühlst du dich nach deinem ersten Leseauftritt? Ich fühle mich gut. Das ist schön. Hat alles gut geklappt? Ja. Bist du fehlerlos durchgekommen? Ja. Na denn, schön weiter so. Wir sind Partnerschule der Geobank. Heute am Tag der offenen Tür würde ich Sie gerne fragen, was ist denn das genau? Wir haben einen Kooperationsvertrag mit der Benjamin Franklin Oberschule. Das heißt, wir versuchen, die Schule zu unterstützen, wo wir können. Sofern wir EDV-Geräte haben, die wir nicht mehr brauchen, stellen wir die der Schule zur Verfügung. Betriebspraktika für Schüler der 9. Klasse machen wir, also Rundgänge durch unsere Wohnungsgebiete im Rahmen des Fachs Arbeitslehre. Ich denke, das sind schon eine ganze Menge Dinge. Ja. Der Roboter sieht ziemlich schwer aus. Habt ihr es alleine gebaut und programmiert? Ja, also ich habe ihn programmiert und mein Kollege Mössel hat ihn gebaut. Ja, also sieht schwer aus, aber sehr einfach zu bauen, wenn man davon schon Ahnung hat. Warum ist die Firma Siemens hier heute am Tag der offenen Tür vertreten? Also die Siemens AG sucht immer sehr gute Auszubildende. Mhm. Die Siemens AG ist eine Partnerfirma, die eng mit der Benjamin Franklin Schule zusammenarbeitet. Das hier sind unsere Werke der Kunst AG. Macht ihr das denn alles selber? Ja, so einige, ja, eigentlich schon. Toll, ne? Ja, alles stylisch. Guten Tag, Herr Schibelius. Warum haben wir hier in der Schule einen Dritte-Welt-Laden? Ja, wir versuchen unseren Schülern zu zeigen, woran es liegt, dass in der Welt große Ungerechtigkeiten im Handel vorhanden sind. Ah, gut, danke sehr. Geschichte im Karton, wie sind Sie darauf gekommen? Ich bin darauf gekommen, dass ich überlegt habe, was könnte man machen, um den Geschichtsunterricht ein bisschen eine interessante Seite abzugewinnen. Wir hatten in der 7. Klasse ja schon mal ein Projekt. Und die ganze Sache sieht so aus, dass die Eltern da gut mitgemacht haben, dass die Schüler gut mitgemacht haben, dass denen das Spaß gemacht hat. Und da dachte ich, das könnte man wieder aufgreifen. Hier sind wir beim traditionellen Volleyballspiel Lehrer gegen Schüler.
grüße Sie recht herzlich an unserer Schule. Mein Name ist Schwebke, ich bin der Schulleiter und wie man sieht auch Sportlehrer. So, wenn wir schon bei der Vorstellung sind, ich bin Andreas Weller, ich bin hier der Konrektor seit 20 Jahren. Ja, ich bin Mechthild Polzhofer, ich bin die zweite Konrektorin unserer Schule. Wir sind hier in Fleckenzechlin im DGB-Heim. Hier bereiten sich 50 Schüler der Klassen 9.2 und 9.3 auf ihr Berufsleben vor. So, Sie haben sich alle bei uns beworben und Sie werden jetzt hier einen Einstellungstest mit unserer Firma machen. Es ist Anfang März und wir können uns jetzt an unserer Benjamin Franklin Schule anmelden. Nun komm, Hartmut! Oh ja, ich möchte Schüler der Benjamin Franklin Schule werden. Den Kleinen wollen Sie anmelden. Ja. Und der hat ja eine gymnasiale Empfehlung. Ja. Also da rate ich immer zur zweiten Fremdsprache, Französisch. Interessierst du dich dann dafür? Oh ja, Französisch darf ich hier lernen? Ja. Michel, oui? Où est le supermarché Casino? C'est là, dans la rue de la Chine. Ah, merci. Salut. Salut. Bonjour. Ich bin Benoît Chimel, Muttersprache Franzose, hier in dieser Schule als Französischlehrer tätig. Wir haben circa ein Fünftel unserer Schüler, die von der 7. bis 10. Klasse Französisch lernen, sowohl als erste als auch als zweite Fremdsprache. Good morning, everybody. Let's start with your homework. Who wants to start reading about the Great Barrier Reef? The Great Barrier Reef is often called GBR. The GBR is 2,000 kilometers long, includes 900 islands and lies at the coast of Queensland in northeast Australia. So, nächster Vorschlag, was könnten wir noch nehmen? Ja? Wasser. Das Wasser. Genau. Ist ja eigentlich unser typisches Löschmittel. Hatten wir schon für feste Brennstoffe wie Brandklasse A. Und jetzt wollen wir mal schauen, wie es hier reagiert auf... Oh, jetzt weiß ich, was ich für Silvester. So, und nicht direkt reingucken, bitte. Nicht direkt reingucken. Heute ist der 20. März. Wie sieht es denn momentan mit unseren Anmeldungen für die 7. Klassen aus? Gut. Man könnte fast sagen, sehr gut. Wir haben jetzt 106 Anmeldungen. Damit sind wir im Soll und im Vergleich zu den anderen Schulen im Bezirk sehr gut dran. Heute ist der 28. März. Unsere Big Band hat einen Auftritt in der Schöneberger Sporthalle. Also, Frau Harder, Sie sind die Leiterin der Big Band. Was bedeuten Ihnen Auftritte außerhalb der Schule? Na, Auftritte außerhalb der Schule sind halt immer wichtig für die Außenwerbung der Schule, wichtig für die Schüler, damit sie auch mal sehen, dass sie nicht nur proben müssen, sondern eben auch Erfolg haben. Ja. Und ja, natürlich Werbung für uns, damit andere Schüler, hier sind gerade Grundschüler zu sehen, vielleicht sagen, oh Mensch, da möchten wir auch mal hin auf die Benjamin Franklin. Ich muss nämlich jetzt noch was erzählen. Und zwar fahren wir jetzt auf Bandfahrt nach Einbeck. Das machen wir jedes Jahr im März. Die Schüler laden im Hintergrund gerade den Bus voll. Wenn wir dann in Einbeck angekommen sind, werde ich auch noch mal filmen und das ganze Gelände zeigen.